Wir haben hier eine LC-FAS gegeben und sollen dafür den Early Trace zum Parsevorgang angeben. Erstmal was Grundsätzliches zum Early Parsing. Ich male hier mal den Baum auf, der die Eingabe hier generiert. Wir beginnen bei dem Startsymbol. Das Startsymbol generiert dann ein oder expandiert zu einem A und einem B. Wir haben die Eingabe A, B, A, B. Und dieses A hier, das generiert zwei Teilstrings A, das heißt, das A hier generiert dieses A und dieses A. Die werden hier durch X und Y hier an diese Stellen gesetzt und die Teilstrings von B landen hier bei V und bei W. Das heißt, das B generiert dieses B und dieses B. Und der Early Parser, der versucht nun, der beginnt hier vorne, bewegt sich dann im Baum weiter runter. Und versucht dann das erste, ja, versucht dann aus diesem ersten Zeichen, also aus diesem A, das erste Zeichen aus dem Eingabewort zu generieren. Dann geht er wieder zurück, versucht dann, jo, geht hier wieder zurück, versucht dann das nächste Teil, den nächsten Teil vom Eingabewort zu generieren mit diesem B. Geht dann wieder zurück, dann gab es hier ein offenes A-Item, wo wir nur den ersten Teilstring von gesehen haben. Und da muss jetzt der zweite Teilstring auch noch an der richtigen Stelle zum Eingabewort passen. Und so geht also der Early Parser von vorne nach hinten durch das Wort hindurch. So, wir brauchen eine Tabelle, um den Trace anzugeben. Da haben wir die ID der jeweiligen Zeile. Wir brauchen eine Position. Die trage ich auch nochmal ein. Wir sind hier, wenn wir vor dem ersten Zeichen sind, ist das Position 0. Hier zwischen ist es Position 1, 2, 3 und 4. Wir halten dann hier also fest, wie viel von dem Eingabewort wir schon gelesen haben. Dann haben wir ein aktuelles Item. Dann haben wir einen Vektor, der angibt, über welchen Teil der Eingabe sich ein Teilstring erstreckt. Und wir haben hier eine Regel, die wir anwenden. So, die erste Regel, die wir brauchen, ist ein Axiom. Wir sind jetzt hier also in dem Baum ganz vorne, also wir haben noch nichts gelesen, wir sind an Position 0. Und das Item, was wir haben, ist dann das erste hier aus der Eingabe. Das heißt, wir sind in dem S. Wir haben hier noch nichts bearbeitet. Also der Punkt gibt immer an, wo wir uns gerade befinden. Und ja, das ist dann die Regel, wo das S zu A und B expandiert. Und der Vektor, der gibt dann für diese vier Zeichen an, über welchen Bereich sie sich erstrecken. Und hier wissen wir das noch nicht. Das heißt, wir haben hier erstmal für den Vektor vier Fragezeichen. Und später am Ende werden dann die Fragezeichen, wird dann das erste Fragezeichen für das X hier angeben, wie weit es sich erstreckt, und das zweite für das V und so weiter. Gut, wir wollen hier jetzt erstmal das X generieren. Das X wird hier von diesem A generiert. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei A-Regeln und wir müssen eine Vorhersage treffen, durch welche A-Regel da jetzt zu passt. Wir brauchen hier also zwei Vorhersagen. Wir haben noch nichts gelesen. Die Vorhersage heißt, die Regel dafür heißt Predict. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Regeln für den Early Parser, für LC-FAS. Aber ich erkläre hier die Regeln. Und das ist eigentlich nicht schlimm, wenn man sich die nicht merken kann. Dann schaut man mal in den Definitionen nach. Aber zur Erklärung soll das reichen. So, wir machen hier ein Predict auf jeweils die erste Zeile. Und ja, übrigens, der Early Parser ist ein Top-Down-Parser. Das heißt, wenn wir hier eine rechts eine linksrekursive Regel hätten, hier
Wenn da jetzt stehen würde XA an der Stelle, dann müssten wir hier immer weiter und weiter vorhersagen und würden nie zu einem Ende kommen. Deswegen dürfen für den Early Parser hier keine linksrekursiven Regeln vorhanden sein. Wir wollen jetzt die Vorhersage treffen. Das heißt, wir können einmal diese Regel, also dieses A hier könnte diese Regel benutzen, um die Eingabe zu generieren. Das heißt, wir befinden uns dann hier. Oder wir könnten diese Regel hier benutzen. Da wir hier ja alle Regeln angeben und nicht nur die erfolgreichen, wird das dann auch noch festgehalten. Und hier jeweils die Vektoren. Wir haben hier diese zwei Eingaben. Da wissen wir noch nicht, wie weit die sich erstrecken. Das heißt, hier landen dann erstmal die Fragezeichen und hier haben wir dann vier Teilstrings und brauchen dann vier Fragezeichen. Ja, das soll ein Fragezeichen sein. Gut, als nächstes, ach so, ich habe hier den Punkt vergessen. Als nächstes befinden wir uns ja an dieser Stelle und wir können die Regel Scan anwenden. Das heißt, wenn wir hier diesen, wenn dieses Item hier einen String generiert, also ein Terminal ist, das mit diesem Terminalen im Wort übereinstimmt, dann können wir das einfach scannen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal einen Scan mit Zeile 2. Das heißt, ich bewege den Punkt jetzt hier über das erste A drüber. Also von dieser Stelle hier an diese Stelle. Das heißt, ich habe ein Zeichen gelesen. Ich darf die Position hier um 1 erhöhen, weil ich mich ja hierhin bewegt habe. Und mir ist deswegen jetzt klar, wo sich dieses erste A befindet. Das heißt, ich kann hier jetzt den Vektor ergänzen und sagen hier, das erste A-Zeichen, das befindet sich zwischen 0 und 1. Und für das zweite weiß ich es noch nicht. Dann machen wir das gleiche noch mit diesem Zeichen oder mit dieser Zeile, Zeile 3, falls man das hier noch zuordnen kann. Ich mache hier mal ein paar Hilfslinien zwischen. So, das gehört zusammen. Wir wollen dann hier wieder einen Scan durchführen auf Zeile 3. Und wir lesen hier jetzt auch wieder das erste Zeichen ein. Das heißt, der Punkt befindet sich jetzt zwischen dem A und dem X. Oh, hier habe ich ein Komma vergessen. Und damit wissen wir jetzt auch, wo sich diese Zeichen befinden. Also das erste A befindet sich dann auch an der Position von 0 bis 1. Und für die anderen Zeichen wissen wir es noch nicht. Gut, nächste Zeile. Wir haben hier jetzt bei diesem Zeichen, bei diesem Item hier haben wir jetzt das Ende von dem ersten Teilstring erreicht und sind hier an diesem Komma angelangt. Das heißt, wir sind mit diesem Item für die erste Hälfte fertig. Wir stellen das Item jetzt zurück und kommen später nochmal drauf zurück, wenn wir das nächste Zeichen einlesen. Das heißt, die Regel dafür, die heißt Suspend. Auf Zeile 4. Und dieses A, das wurde aufgerufen von diesem S. Das heißt, ich gebe hier noch die Zeile an, auf die ich zurückspringe. Ich springe jetzt auf dieses S zurück. Die Position, die bleibt dort. Und wir haben hier jetzt aber, weil wir das A hier erfolgreich eingelesen haben, was ja diesem X hier entspricht, haben wir uns hier also hinter das X bewegt und müssen dann nur noch V, Y und W einlesen.
Ich hoffe, ich kriege das hier hin. Nee, was schreibe ich denn da? BVW. Und das erste Fragezeichen, das haben wir hiermit ja erkannt. Das ist dann von 0 bis 1 und die anderen drei, die wissen wir noch nicht. Huch, das soll ein Fragezeichen sein. So, kleine Markierungslinie. Gut, wir haben denn als nächstes. Ich mache jetzt nächstes mit diesem Item weiter. Also ich gehe hier mal der Reihe nach durch. Wir haben hier jetzt an dieser Stelle wieder ein X, das von einem A generiert wird. Das heißt, ich brauche hier wieder zwei neue Predict-Zeilen, weil das nächste X ja wieder entweder. Also das A, das könnte ja wieder durch diese Regel expandieren oder durch diese. Ich brauche also wieder zwei neue Zeilen dafür. Ich kann es auch mal ein bisschen verkürzen und das dann hier kopieren. So, da steht dann im Prinzip das gleiche wieder. Nur, dass wir dann. Ja, hier, nee, hier davon kennen wir die Zeichen noch nicht. Das heißt, der Vektor bleibt dann auch hier erstmal leer. Und von den vier Zeichen wissen wir das auch noch nicht. So, und die sind jetzt als Vorhersage aus Zeile 5 entstanden. Hier können wir jetzt aber keinen Scan machen, weil wir uns an Position 1 befinden und als nächstes wird von dem Eingabewort ein B verlangt oder erwartet. Und hier könnten wir nur einen Scan machen, wenn wir ein A sehen würden. Das heißt, mit diesen beiden Items können wir nichts mehr anfangen. So, ich hoffe dann, dass ich den Rest hier noch irgendwie hinbekomme. Wir machen jetzt weiter mit, also diese Zeilen hier, die sind jetzt, damit können wir nichts mehr machen, die sind nicht erfolgreich. Mit, ja, die sind daraus entstanden, da habe ich schon alles draus gemacht. Ich bin jetzt hier bei der Zeile 6, damit kann ich als nächstes noch was anfangen, also aus den anderen Zeilen kann ich nichts mehr machen. Aber hier an dieser Stelle, hier will ich jetzt ein V sehen und das V, das wird von dem B generiert. Das heißt, ich mache hier jetzt wieder ein Predict. Aber für das B habe ich hier nur eine Regel. Das heißt, ich muss dann auch nur eine Predict-Zeile ausführen. So, das ist dann ein Predict auf Zeile 6. Und das Item, was ich dadurch generiere, ist ein B. Wo wir uns an der ersten Stelle befinden, weil wir noch nichts gesehen haben. Und den Vektor, den kennen wir auch noch nicht. So, das heißt, ja, wir sind jetzt hier an der Stelle 1, wie er die Position sagt. Hier kann ich kein weiteres Predict mehr machen. Und ich will jetzt dieses Item verwenden, das heißt, ich kann jetzt wieder einen Scan anwenden. Dann bewege ich mich zur Position 2. Der Punkt bewegt sich über das B oben rüber. Und ich weiß jetzt, dass das erste Zeichen hiervon, das muss ich ja von 1 an Position 1 bis 2 befinden. Und da sollen Fragezeichen hin. Weil ich ja vorher schon an Position 1 war und ich habe einen Scan gemacht, also muss ich dieses B jetzt an der Position 1 bis 2 befinden. So, das war ein Scan auf Zeile 9 und mehr kann ich mit Zeile 9 auch nicht machen. So, als nächstes sind wir wieder bei einem Komma, das heißt, ich wende wieder die Suspend-Regel an.
So, Spend auf Zeilen 10 und dieses Item wurde vorher von Zeile 6 aufgerufen. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei diesem S. Und ich habe jetzt X und V gesehen, weil das V ja von diesem B generiert wurde. So, dann befindet sich der Punkt jetzt hier. Und ja, ich schreibe das jetzt mal nicht aus, denn das expandiert dann zu A und zu B, so wie da oben auch. Und wir kennen jetzt aber zwei Vektoren. Wir kennen jetzt das x, das hatten wir ja vorher schon, das war von 0 bis 1. Und das zweite Zeichen, das v, kennen wir jetzt auch, das ist von 1 bis 2. Und die anderen beiden kennen wir noch nicht. Als nächstes haben wir ein Y und dieses Y, das wurde ja von einem A generiert, aber wir haben schon ein A verwendet. Das war das von Zeile 4, das wir durch Suspend zurückgestellt haben. Das haben wir hier aber nur zur Hälfte gelesen. Das heißt, wir rufen das jetzt wieder auf und zwar mit der Regel Resume. Auf Zeile 11 und Zeile 4, das ist Item hier oben, was wir zurückgestellt haben, wovon wir nur die erste Hälfte gelesen haben. Und das rufen wir jetzt wieder auf. Die Zeile habe ich jetzt schon verwendet. Und wir befinden uns dann hinter dem Komma, vor dem zweiten A. Und ich kenne davon ja schon die Position des ersten A's. Die steht ja da oben in der Regel schon drin. Die geht von 0 bis 1. Oder das A, erste A geht von 0 bis 1. Und das zweite kennen wir noch nicht. Aber wir werden es gleich kennenlernen. Als nächstes können wir natürlich wieder den Scan anwenden. Wir sind hier an Position 2 und erwarten ein A. Deswegen kann ich jetzt wieder einen Scan durchführen. So, dann befinde ich mich hier hinter dem A. Und dann weiß ich auch schon, dass das zweite Zeichen sich von 2 bis 3 befindet. Oh, und da kommt ein Epsilon hin. Und da unten habe ich auch schon keinen Platz mehr. Einen Moment, ich brauche. Ich brauche mal unten ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. So, Entschuldigung. So, wir sind wieder da. Und ich habe jetzt dieses Item zu Ende gelesen. Ich muss es nicht mehr zurückstellen, weil ich ja alles davon schon gesehen habe. Das heißt, die nächste Regel, die ich anwende, die heißt Convert. Auf Zeile 13. Und das heißt, dass ich jetzt hier den Vektor in dieses Item übertragen darf. Das heißt, ich darf jetzt die Zeichen hier einfach anstelle der Strings hinschreiben. So, lange dauert es nicht mehr. Als nächstes haben wir hier jetzt ein vollständiges Item generiert. Und das Item, das wurde vorher von dem S aufgerufen. Das heißt, ich wende jetzt die Regel Complete an. Wie gesagt, es ist ein ganzer Haufen Regeln, die muss man sich nicht merken.
Den kann man auch alle in der Definition nachlesen. So, wir haben das Item, wenn complete auf Item 14 an, das ist jetzt das Vollständige. Und das wurde vorher von diesem S aufgerufen. Und das Item, was entsteht, ist dann dieses S-Item, wo wir ja das X und das Y von dem A gelesen haben und das erste V von dem B. Das heißt, wir befinden uns hier. Ja, dahinter stehen dann wieder die Zeichen. Und ich habe hier jetzt den ersten Teil des Vektors komplett. So, und das zweite von 2 bis 3. Und das dritte Item kennen wir noch nicht. Wir haben es fast geschafft. Als nächstes haben wir noch ein offenes B-Item. Das war dieses hier, wo wir zurückgesprungen sind, aber das zweite B noch nicht gelesen haben. Wir befinden uns jetzt, also hier befinden wir uns an Position 3. Das ist hier, das heißt, wir wollen noch das letzte B lesen. Das heißt, wir rufen das B wieder auf mit Resume. Auf Zeile 15 und auf Zeile 10. Das war hier, bevor wir zurückgesprungen sind aus dem B. Da kommen wir jetzt wieder hin. Hier können wir jetzt wieder einen Scan durchführen. So, jetzt mit den Zahlen können wir nichts mehr machen. Wir führen hier jetzt wieder einen Scan durch. Landen hier auf der hinteren Seite. Hier, oh, hier habe ich den Epsilon vergessen. Oh, und da habe ich den Vektor vergessen. Ja, der Vektor war vorhin wie bei dem Item 10. Das heißt, hier war er von 1 bis 2 und das zweite kannten wir hier noch nicht. Und hier kennen wir jetzt das zweite Zeichen. Das geht dann von 3 bis 4. Und das war die Regel Scan auf Zeile 16. Und jetzt haben wir dieses Item hier auch fertig. Das heißt, wir können es wieder mit Convert in ein reines Vektor-Item verwandeln. Hier von 1 bis 2 und von 3 bis 4. Dann können wir wieder, oh, das sollte complete heißen. Dann können wir wieder mit complete das S vervollständigen. Complete auf Zeile 18 und das wurde vorher von 15 aufgerufen. Das heißt, wir haben jetzt also am einen dieses Start-Item, wo wir uns am Ende befinden. Und wo wir den vollständigen Vektor von kennen. Passt hier nicht mehr hin, schreibe ich hier mal kurz unten drunter und von 3 bis 4. Und jetzt ist es abhängig davon, welche Anwendung man benutzt oder welche Definition man sich anschaut. Entweder ist dies hier schon das Goal-Item, weil wir hier jetzt schon am Ende von der Eingabe sind und nichts mehr lesen können, oder wir können dieses Item hier auch noch in ein Goal-Item verwandeln und das wäre dann hier. Das wäre dann hier das String von 0 bis 4.
Weil das hier ja, hier bei dem B hatten wir das ja, dass das zwei verschiedene Strings waren und die waren jeweils nur ein Zeichen lang, also hier von 1 bis 2 und von 3 bis 4. Und hier bei S ist es dann ein langer String, der dann über das gesamte Eingabewort geht, also von 0 bis 1, oder von 0 bis 4, wollte ich sagen. Entschuldigung. Und das ist dann aus Zeile 19 entstanden. Und damit haben wir den vollständigen Path Trace aufgeschrieben.